Was ist das für ein Musiksommer? Und ich freue mich, heute drei Herren dabei zu haben, die wirklich effektiv im Game drin sind. Ihr Song Olivia ist ein Höllenohrwurm. Ich werde ihn nicht mehr los. Heute kann ich ihn positiv verarbeiten. Herzlich willkommen, Timo, Florian und Dirk von den Zipfelbuben. Wo seid ihr und wie geht's euch? Hi, 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 mein Lieber. Tatsächlich bin ich und Timo gerade in Berlin. Termine. Und Dirk ist tatsächlich bei sich zu Hause noch. Das ändert sich aber morgen früh, weil wir dann gemeinsam nach Mallorca fliegen. Dirk, wo ist zu Hause? Also zu Hause ist bei mir in Jüchen, in der Nähe von Düsseldorf, Grevenbruch, Düsseldorf, die Gegend, genau. Aber hier wird man auch schnell wieder in die Realität zurückgeholt. Als ich zu Hause ankam, vorgestern, da hieß es direkt, bring mal den Müll raus, mach mal dies, mach mal das. Also ne, nichts mit Starleben hier und hier rollt einen der rote Teppich aus. Nee, zu Hause ist zu Hause und das ist auch richtig so. Olivia ist ein Brecherhit. Also Männer, da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Natürlich, über den Text wird sehr viel diskutiert. Ihr habt es ja zusammen mit dem Song Laila geschafft, dass Deutschland mal wieder ein paar Songs hat, über die wirklich diskutiert wird. Als ihr da im Studio gesessen habt und das erste Mal diese Idee aufkam, habt ihr das schon gedacht, das wird bestimmt diskutiert? Oder habt ihr gedacht, ach komm, 10 nackte Friseusinnen ging auch? Es war ja so, dass wir uns 2019 bereits getroffen haben und den Song bei Dirk im Studio aufgenommen haben. Richtig. Beziehungsweise geschrieben haben. Und wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Wir haben einfach gedacht, komm, wir schreiben jetzt einen guten Malle-Song. Und genau. Ich hatte schon lange diese Zeile, wenn deine Mutter wüsste, im Kopf. Und dann haben wir tatsächlich einfach Mutter Google gefragt und haben nach den beliebtesten Mädchennamen aus den 90er Jahren geblättert und sind dann bei Olivia hängen geblieben, weil man schlicht und ergreifend Olivia geil grölen kann. Das ist so der Hintergrund dabei. Genau. Wir haben uns nichts dabei gedacht, was da vielleicht für eine Debatte losgetreten werden könnte oder welche Diskussionen dadurch entstehen können, weil wir haben ja schon immer ein oder zwei deutliche Texte gehabt und unsere Single davor, zum Beispiel Stefanie, die hat ja ein ähnliches Thema und da gab es überhaupt keine Aufregung drüber. Genau. Das war völlig okay. Dirk, wie war das bei dir? Gab es so im privaten Umfeld Leute, die gesagt haben, der Text ist vielleicht ein bisschen schwierig? Also ich muss sagen, bei mir im privaten Umfeld ist es so, dass sie das alle komplett mit Humor sehen. Also die haben auch sofort gesagt, als wir 2019 den Song schon fertig hatten, ich habe den natürlich klar sofort meinen Freunden und Bekannten gezeigt und die haben alle gesagt, mega lustig, ich würde mich nicht wundern, wenn das Ding durch die Decke geht. Und da habe ich ganz ehrlich gedacht, ja, schön wär's, aber ich kann es mir irgendwie nicht richtig vorstellen, weil es gibt ja nun mal sehr, sehr viele starke Songs, auch auf Mallorca. Und ich meine, für uns ist es wirklich fast normal, eindeutig zweideutige Texte zu schreiben. Das war schon damals bei unserem ersten Song Gedenk, Gedenk, der mittlerweile, ich glaube, knapp 17 Jahre alt ist. Und da wurde auch keine Debatte ausgelöst. Es ist irgendwie momentan alles so im Gespräch bezüglich der Laila-Geschichte. Aber denken uns da nichts Böses bei. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen niemanden angreifen. Das, was wir möchten, ist wie immer gute Laune verbreiten und dass die Leute den Song feiern und mitgrölen. Und ja, das haben wir ja wirklich tatsächlich geschafft. Also erstmal, wie Dirks Bild eingerichtet ist, da denkt man, es ist so, er sitzt so gerade perfekt im Urlaub, ne? Und wir sitzen hier mit so einem Hochhaus im Hintergrund, direkt am Schlesi. Und eigentlich ist Dirk echt ein cooler Kerl. Der reißt sich gerade so am Riemen, wie er redet. Dirk, ey! Rede mal, wie du normalerweise mit uns redest. Vielleicht kriegen wir ihn im Laufe des Interviews ja noch so weit. Es gab ja vor ganz kurzem Moment, da seid ihr alle ausgeflippt, da konnte keiner mehr still sitzen, als ihr erfahren habt, welchen Platz Olivia in den Charts belegt hat. Wer von euch hat es zuerst gewusst? Ich war der Erste, da lenke ich direkt mal ein. Wir waren gerade auf dem Marktplatz in Schwalmstadt und waren alle sogar ein bisschen am Quatschen und jetzt gleich kommt dann halt die Probe, Soundcheck auf der Bühne und dann vibrierte mein Handy und ich guck drauf und dann sehen wir, wir haben eine Gruppe mit unserem Label und so und dann steht da drin, ey Jungs, unfassbar, ihr seid auf Platz 7 eingestiegen. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte und zwar haben wir an diesem Tag zuvor morgens in der Gruppe geschrieben, hoffentlich gehen wir irgendwo in die Top 10 ein, darf man schon gar nicht dran träumen, aber wäre ja schön. Und dann hat dann einer aus unserem Management geschrieben, meine Lieblingszahl ist die Nummer 7. Und da sind wir ausgerastet, weil wir geglaubt haben, sie meint schon direkt Platz 7, sind wir eingestiegen. Und dann hat sie das zurückgerudert, indem sie dann meinte, ich habe ja nur gesagt, 7 ist meine Lieblingszahl. Ich weiß doch noch gar nicht eure Platzierung. Und da war natürlich die Laune erstmal wieder runter. Man wurde wieder zurück auf den Boden geholt. Und dann kam tatsächlich die 7 am Ende. Und ja, und ich habe das dann gesehen und dann gesagt, so Jungs, keine Veräpplung jetzt diesmal. Kein Scherz.
Was schätzt ihr? Und das haben wir auch gefilmt. Das, glaube ich, steht auch, ist auch bei TikTok und Insta zu sehen. Und ja, 15, 14 ne, in den Charts. Und als dann die 7 rauskam, ganz ehrlich, also da, was da in einem vorgeht, das kann man gar nicht richtig realisieren. Und ja, da waren wir auf jeden Fall mehr als mega drauf an dem Tag. Flo, Timo, was habt ihr da gefühlt? Ah, es ist, wie Dirk gerade schon sagte, sehr unwirklich, dieser Moment. Also gerade als Musiker, und wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, wir sind ja schon im Herbst unserer Karriere sozusagen. Was? Naja, aber und auf diesen Tag, da arbeitet man ja, da steckt man Schweiß und Blut rein für diesen einen Moment, dass man sagt, ey, Top Ten, das ist mega. Und wir hatten es ja schon mal, damals mit dem Dschungelsong, aber dieses Mal ist es sehr organisch. Also das ist nochmal was anderes für uns als damals. Damals war eine riesen Plattenfirma, RTL dahinter. Ne? Also das war schon so ein bisschen gesteuert, aber trotzdem war es ein mega Erfolg. Wir waren da sehr dankbar. Aber diesmal ist es ja wirklich viral gegangen und wirklich organisch gewachsen. Und das ist für uns nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, ich persönlich spreche jetzt für mich, habe den Moment noch so richtig gar nicht verarbeitet. Also man nimmt es dann so wahr. Man nimmt es wahr, aber man hat dann schon wieder so viele Sachen im Kopf, die man erledigen muss. Und tausend Leute wollen was von einem. Und deswegen glaubt, das kommt bei mir erst. Unglaublichsten ist zu verarbeiten, ist wirklich, dass es zum allerersten Mal so ist, dass wenn wir auf die Bühne gehen und nur einen Song ansingen, dass sofort der komplette Rest den ganzen Text kennt. Und zwar in einem ja. Wahnsinns-Hype. Und ich denke mal, das ist wirklich nochmal so eine Schippe drauf. Klar, Chart hin, Chart her, Platz 7, mega Granate. Aber vor zigtausend Menschen zu stehen, die unseren Song so laut krölen, dass man die eigene Musik fast auf der Bühne nicht versteht, das ist schon wirklich mega. Und da freuen wir uns auf die nächsten Auftritte. Als das passiert ist, da waren Dirk und ich gerade noch im Urlaub. Das heißt, ich habe immer so Videos gesehen, dass das Ding plötzlich viral ging. Und im Megapark haben wir heute angefangen, es zu singen, im Bierkönig, in Bulgarien. Und ich dachte, was ist denn da los? Und ich war eigentlich noch im Urlaubsmodus. Ja. Und hab dann mal Dirk angerufen und gesagt, du bist gerade auf Mallorca, kannst du es fassen? Nee, ich bin ganz, am ganz anderen Ende und so, ich kriege das auch alles nur viral mit. Also das war alles wie im Film für uns, als es so losging. Ja. Und, ist es immer noch. Geiles Gefühl, mega. Also eure Stories auf Instagram zurzeit zu sehen, ist ja auch wirklich ein Fest. Es gab einen DJ, ich weiß nicht, wer es war, der war so, oh, euer Song hier in Kroatien geht überhaupt nicht ab. Und dann reißt er um und dann stehen irgendwie 5.000 bis 10.000 Leute und alle flippen. Das ist Wahnsinn. Das ist so ein Moment, wenn ihr euch erinnert, Westernhagen, als er damals Freiheit gesungen hat, dieses berühmte Live-Video, und als er dann sagt, so kommt jetzt, und dann kriegt ihr direkt wieder Gänsehaut, wenn da plötzlich irgendwie Zehntausende singen. Und das ist so ein Moment, das fühle ich gerade auch bei euch, und ich freue mich so für euch, weil ich weiß, wie sehr ihr auch daran kämpft und wie sehr ihr daran arbeitet und wie lange ihr auch schon am Start seid. Es gab ja auch ein paar Jahre, da wart ihr gar nicht da, ne? Nee, also wir waren schon irgendwie da, aber man hat natürlich gekämpft und gehasselt irgendwie, aber Du weißt es vielleicht auch, dann gibt es halt Momente, dann alle sagen, ja, finden wir ganz gut, aber keiner traut sich, das Thema anzufassen oder keiner sagt, ey, komm, wir machen es zusammen, und dann machst du es natürlich alleine. Und im Prinzip ist Oliver jetzt auch so entstanden. Wir haben zwar unser Label Extreme Sound und den Produzenten Mike Röttgens, mit dem wir das alles machen. Der ist so der Ballermann-Papst sozusagen. Der macht so, alle Hits hat der fast gemacht am Ballermann. Aber trotzdem war es, was ich vorhin auch schon sagte, sehr klein und sehr in so einem kleinen Team. Und das eigentlich das haben jetzt, wir gemacht, was wir immer machen. Genau, eigentlich haben wir nur gemacht, was wir sonst auch machen. Ausrasten, auf der Bühne feiern und versuchen, lustige und gute Musik zu machen. Ich saß vor ganz kurzer Zeit mit meinem kleinen Bruder da und er kannte Olivia nicht. Also habe ich ihm Olivia vorgespielt und ich habe zu ihm gesagt, ich finde, der Text ist zu heftig. Überleg mal, also ich möchte jetzt nicht zitieren, weil die zweite Strophe endet recht saftig. Und da grinste er mich an und sagte, also ich verstehe, was du meinst, aber ich finde das nicht so dramatisch. Das war aber der Grund für mich, weil so viele Leute pöbeln und meckern und keiner sucht das Gespräch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, habe ich zu ihm gesagt, dann lade ich die ein und dann reden wir drüber. Und ich freue mich, dass die Leute mittlerweile nicht nur bei mir, ihr habt einige Interviews gegeben, ihr werdet gehört, erklären könnt, was dahinter steckt. Timo, wie fühlt sich diese Phase eurer Karriere jetzt gerade an? Was passiert als nächstes? Es ist gerade noch alles so ein bisschen wie im Film. Und ehrlich gesagt, wir haben uns alle einen Moment lang gefreut und jetzt sind wir schon wieder dabei, irgendwie die nächsten Pläne zu schmieden und einfach zu hasseln und zu tun und zu machen. Und wir sehen alle mit Freude erstmal in die nächste Zukunft, weil der Terminkalender wird voll und wir kommen in einige Städte, wahrscheinlich auch in eurer Nähe, also wir freuen uns drauf, mit euch allen demnächst mal zu feiern. Und
ja, ich freue mich einfach drauf, jetzt das nicht nur zu sehen, wie es viral abgeht, sondern auf der Bühne dabei zu stehen, ja, und dabei zu sein und, ja, einfach Spaß zu haben. Und nochmal kurz zu dem Thema, dass es vielleicht zu viel ist oder nicht zu viel. Am Ende machen wir Unterhaltung. Und es gab immer Songs mit ähnlichen Themen, auch Songs, die polarisiert haben. Und manche davon sind mittlerweile Kult geworden. Und ich glaube, mittlerweile ist es einfach so ein kleiner Zeitgeist. Es gibt eine kleine Rebellion da draußen. Die Leute haben vielleicht gar keine Lust mehr, sich jetzt immer was verbieten zu lassen. Weil das haben wir natürlich alle zu Recht lang genug befolgt. Und jetzt wird es Zeit, einfach mal loszulassen, zu feiern. Und zu feiern, worauf man selbst Bock hat. Ich sehe das ganz genauso. Ich weiß, am Anfang, als Laila rauskam, habe ich noch gedacht, ich verstehe den Sexismus-Aspekt und finde es ein bisschen schwierig. Als sich dann aber plötzlich Politiker und Politikerinnen drauf gestürzt haben und gesagt haben, ja, das kannst du ja auf keinem Volksfest spielen, habe ich gedacht, Moment. Das ist Kunst und ja, alles ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Wir erinnern uns an Danger Dan. Und was die Leute lieben, das lieben die Leute. Und ein Hit ist ein Hit, ist ein Hit. Und mehrere Wochen Platz 1 und Platz 7, das sind ganz, ganz klare Sachen. Und es gibt auch noch Der Zug hat keine Bremse, Dicht im Flieger. Da sind plötzlich so viele Sachen im Game. Und auch Micky Krause ist immer noch da mit mehreren Songs und viele mehr, dass eine Berechtigung da ist. Und da habe ich mir gedacht, bevor es zum Politikum wird, müssen wir praktisch alle dafür kämpfen, dass Musik so sein darf, wie sie will. Und deswegen hat mich auch das Hashtag FreeLaila ein bisschen bewegt, weil es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass Menschen sich über Musik wirklich, wirklich, wirklich Gedanken gemacht haben. Und ich freue mich, ja, dass der Zug eben keine Bremse hat in dem Fall, dass Olivia richtig nach vorne geht. Falls ihr tatsächlich den Song Olivia von den Zipfelbuben noch nicht gehört habt, Helen Ohrwurm, das Ding wieder rauszukriegen, ist fast eine OP wert. Und ich freue mich, dass Sie zu Gast waren, die Zipfelbuben. Vielen Dank für euren Besuch in der Web-Talk-Show. Jederzeit wieder, Nico. Sehr schöne Worte. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt wird es Zeit für eure schönen Worte, denn ihr dürft jetzt etwas in eure Kamera sagen, was ihr noch nie im Leben in eine Kamera dieser Welt gesagt habt, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltet. Und ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Ihr habt noch einen Moment Zeit, drüber nachzudenken. Und ja, lebt und liebt Musik. Mehr möchte ich heute gar nicht sagen. Es ist viel zu traurig, das Leben manchmal, als dass man auch noch über Musik so viel debattiert und sich so viele Gedanken macht. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend, zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von den Zipfelbuben. Bis dann. Ja, also mein Abschlusswort. Du hast gerade gesagt, ich soll etwas sagen, was ich noch nie in die Kamera gesagt habe. Dann bedanke ich mich jetzt bei Timo und Flo, an meinen Bandkollegen, die immer zu mir gehalten haben, zu mir gestanden haben, die immer dabei sind, die auch nicht nur Bandkollegen sind, die auch richtig fette Freunde sind für mich, also jetzt nicht optisch, ne, aber die wirklich richtig gute Freunde sind und ohne die ich das alles nicht erleben dürfte, denn das ist schon immer mein persönlicher Wunsch gewesen, etwas im Leben zu erreichen, um andere ja glücklich zu machen oder dass andere Spaß daran haben. Und ja, also ohne die Zipfelbuben, ohne meine Bandkollegen würde das jetzt auch gerade bei mir hier nicht passieren. Wow, danke, Mensch. Also echt. Aber kriegst hin, Fanny, nachher. Mit viel gerechnet, aber nicht damit. Ich auch nicht. Ich wollte was ganz anderes jetzt. Ja. Okay, du hast recht, du hast das noch nie gesagt. Dann mach du jetzt, Timo. Ich wollte eigentlich nur sagen, mal bist du der Hund, mal der Baum. Ach, so. Das war kurz und knackig. Und ich mach das ja alles nur wegen dem Geld. So. Ich wusste es. Ja.